Machst du einen richtigen Plan oder so, teilst du Papier in irgendeiner Hütte ein oder unter freiem Himmel oder wo hast du die anderen mitbekommen können, eventuell, was du da machst? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen eingezeichnet auf der Helmportkarte. Ja, ich meine aber IT jetzt hier sehen. Ja, IT schreibe, habe ich jetzt gerade auf Papier eine Karte gezeichnet. Ich bin ja Kartograf, ich kann sowas. Und zeichne dort dann, habe alles eingezeichnet, was momentan da ist. Und mit den anderen bespreche ich gerade, wo man jetzt als nächstes was bauen kann und zeichne es dann entsprechend ein. Wir brauchen dann natürlich auch einen Namen für den neuen Reisschnaps, den ihr dann verkauft. Wie der in Kutium bekannt werden soll. Wenn ihr noch irgendwas anderes habt, wenn ihr eine eigene Drogenlinie auf den Markt bringen wollt, also jetzt auch vielleicht Ahmad, wenn der eigene Drogenfarmen braucht oder so, wenn du da auch einen Namen oder eigene NPCs oder sowas erstellen willst. Die Einbärendrogen, wer kennt sie nicht? Ja, also wenn du auf Maraskan bei gutem Boden Einbeeren züchten willst, dann würde das gehen, klar. Muss natürlich vierblättrig sein, das ist die Kunst. Der Greifenporter. Also wenn die das nicht hinkriegen, ne, dann werden die Peitschen geschwungen. Nein, werden sie nicht. Ja, keine Ahnung. Also Zum müsste ich mir Freibauern, Gedanken die werden machen. nicht gepeitscht. Also Müsste ich mir ganz Gedanken viele machen. Einbeerensträucher und alles, was drei Blätter hat, wird dann verkocht zu Einbeerenschnaps oder irgendwelchen Heiltränken und die vierblättrigen dann für deine Sucht. Genau. Helmstraum. Noch irgendwas, irgendwelche eigene, ja, wie gesagt, eine Schmiede könntet ihr noch errichten. Gasthaus habt ihr bereits. Irgendwas anderes, was noch gebaut werden soll. Ja, alles, was sonst noch an Handwerkern nötig ist. Eine Schreinerei kann natürlich niemals schaden. Gibt Man es müsste den. Lehmgruben in der Nähe? Ich wollte gerade fragen, man müsste sich über den Boden mal Gedanken machen, ob man Ziegeln brennen kann. Ja, genau. Eventuell ein Lehmbrenner. Vielleicht wäre ein zentraler Verteidigungsturm nicht schlecht, wo die Bauern dann halt hinfliehen können, während die Soldaten kämpfen. Man könnte auch an den geplanten Wellenwehrtürme vertragen. Genau. Ja. Und wir müssen natürlich mehr Belagerungswaffen besorgen. Allerdings, die können wir dann später von der Zeitenspinne eventuell wiederverwerten. Richtig. Ich würde einen quadratischen Grundriss vorschlagen mit einem quadratischen Muster, wo die Straßen und Häuser rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Macht die später besser beim Ausbau. Natürlich, schlägt ja auch einen Allerdings quadratischen ist das nicht Grundriss gut vor. verteidigbar. Allerdings ist das nicht gut verteidigt. Wir haben schon Straßen vorhanden, wir haben schon Gebäude vorhanden. Es macht am meisten Sinn, wenn man das organisch wachsen lässt. Und als direkt auf Verteidigung aussieht. Gerade Straßen, rechteckige Gebäude, da läuft der Gegner einfach hindurch. Das ist nicht machbar. Gerade Straßen sind gut, wenn man irgendwie ein ganzes Banner Pikeniere aufstellen kann, die da runter marschieren, aber nicht, wenn man irgendwie 30 Mann Bauernmiliz hat. Genau. Wir sollten vielleicht auch kurzfristig über Fallen nachdenken. Das müssen die Bauern eigentlich können. Ich meine, ich nehme an, einige von ihnen dürften Jäger sein oder ehemalige Jäger. Von Tierfallen und Ähnlichem sollten sie einiges verstehen. Zumindest in Richtung Wald, falls die Wipfeltiger dann doch auf einmal seltsame Ideen bekommen. Nun, die werden wahrscheinlich mehr von der Wildnis verstehen als wir und Fallen einfach ausweichen können. Aber es kann durchaus nötig sein, Fallen aufzustellen für wilde Tiere oder halt sollte die Kamat gerade auf dumme Ideen kommen. Wir werden auf den Wald zurückroden müssen. Aber das sind alles Dinge, die Zeit und Material brauchen, welche wir beide gerade nicht haben. Ja, ihr könnt dann die ersten Ideen für diese neue Siedlung weiter durchgehen, werdet auf alle Fälle dann weiter ausbauen, weiteres Geld investieren, damit ihr dann in direkter Nähe zu eurem Kuntiumer Kontor dann den maraskanischen Hafen Helmenport habt. Wie es damit weitergeht, wird die Zeit zeigen. Das ist dann zumindest die Planung, die ihr dann den restlichen Abend durchgeht und dann am nächsten Tage könntet ihr weiterziehen, wenn ihr das wolltet. Das wollen wir nicht nur, das müssen wir sogar. Sehen die Leute, die Landgang hatten, plötzlich super motiviert aus? Zumindest sehen sie im Gesicht frischer aus, ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, ich muss gerade mal schauen. Ich weiß nicht, wie lange. So, Gezeitenspinne von Helmenport über den Maraskansund. Umgehen wir den Strudel einmal nach Festumbold hier laufen.
Sind 1100 Meilen. 1100 Meilen. Ist das richtig oder waren das 10.000? Ne, 1100. Ja, 1000. Genau. Endurin ist reichlich klein. Durch 30 sind 37 Stunden. Das heißt, ihr werdet 1,5 Tage marschieren. Ja, währenddessen kann Ömer... Ja? Ich möchte ja nichts sagen, aber dafür haben wir nicht die Handlungspunkte. Dann werdet ihr irgendwo tanken müssen. Richtig. Wo? Hier vor Ort? Hätten wir das nicht eigentlich... Wir wollten hier doch sowieso einen Tag bleiben. Die hatten noch Landgang alle. Wäre das nicht währenddessen möglich gewesen? Das habe ich schon angerechnet. Wie viele Handlungspunkte braucht die Aktion? 55, nach meiner Rechnung. 55? Ja, müsste passen. Pro 20 Meilen ein. Und wir haben derzeit 36. Ist es möglich, im Born anzutanken? Oben bei Festung möglich. Dann sollten wir nicht alles verbrauchen, wenn wir dorthin rennen. Wir sollten uns ein Schiff zum Fressen suchen. Ist zwar nicht unbedingt die feine Art, aber die schnellste, um die Eiche wieder voll zu bekommen. Und wenn es ein Piratenschiff ist? Nun gut, dann laufen wir los und suchen uns ein Schiff. Die Hälfte der Strecke etwas mehr und werden wir auch so schaffen. Und bis dahin sollte sich ja jemand auftreiben lassen. Okay, das heißt die erste Hälfte, ich lasse euch ja mal so bis in Richtung Maraskansund laufen. Könnt ihr dann, ja, zu Fuß gehen mit der Arche. Dann schauen wir mal auf die Zufallstabelle, was für ein Schiff euch denn so erwischt, wenn ihr eins sucht. Ja, während wir uns das angucken mit der Zufallstabelle, wird auf alle Fälle Ömer die Mannschaft weiter kennenlernen. Ist dann natürlich sehr viel in der Klaschembe, in der Kombüse dann zu finden. Und du lernst auch die kleine Kreatur Lobtiel kennen, die dann irgendwann ja, sich da hinsetzt, sich in den Haaren herumspielt und die ein oder andere Schuppe herauszieht und sie dann durch die Gegend schnipst. Lobtiel, dich nicht kennen, du neu. Hallo? Ja, willst du auch ein bisschen Eintopf? Lobtiel essen viele Käfer, aber Lobtiel gerade keinen Hunger. Aber okay. Das ist zumindest nett. Die anderen mir nicht geben, weil Lobtiel sehen nicht gut aus und Lobtiel dürfen nicht essen. Okay. Lobtiel ist Pilze, die hier wachsen. Bekommt ihr da gut? Lobtiel nicht anders kennengelernt. Lobtiel, wie lange bist du schon hier? Lobtiel nicht genau wissen, aber Lobtiel sich nicht erinnern an andere Zeit. Lobtiel mal mit Ragnar in großer Stadt gewesen, aber das lange her und da anderes Essen und jetzt essen Lobtiel wieder das, was vorher da war. Bei Kapitän Rodger. Okay. Hier, und nimmt mal so ein Schädelchen, macht das mal so halb voll und gibt mir das rüber. Hier, dann kannst du das später essen. Auch wenn du jetzt keine machst. Du bist neu gekommen mit den anderen beiden? Ja, ich komme neu aus Kunde. Ihr spielt Verstecken? Ich spiele gerne Verstecken. Ja, okay, das haben die nämlich auch gesagt. Wer hat was gesagt? Die anderen beiden haben gesagt, dass die Verstecken spielen und da du gesagt hast, du auch neu und mit den beiden angekommen, dachte ich, dass ihr noch Verstecken spielt. Ich weiß nicht. Sollen wir die mal suchen gehen, die anderen beiden? Ja, aber Lobtiel darf nicht helfen, weil Lobtiel ja wissen, wo die sind und dann... Aber habt ihr denn vor die Spielerin abgesprochen, dass du es nicht sagen darfst? Nee, Lobtiel hat die gefunden und dann haben die gesagt, wir spielen Verstecken und ich darf das nicht erzählen. Ach so. Wie wär's denn, wenn wir heiß oder kalt spielen? Kennst du das? Er schaut so ein bisschen zum Ofen. Da ist heiß. Na, es gibt noch ein anderes Spiel mit heiß oder kalt. Ich laufe durch die Gegend und suche. Und immer wenn ich dich frage, so heiß oder kalt, sagst du heiß oder kalt. Du sagst immer dann heiß, wenn ich in die Nähe komme von dem Versteck. Oder kalt, wenn ich doch noch ganz schön weit weg bin.
Okay, und wie heiß oder wie lau oder wie nicht kalt darf das dann sein? Heiß oder kalt? Und den Rest muss ich selber rausfinden. Du willst ja schließlich nicht alles verraten. Okay. Und ich lerne so gleichzeitig das Schiff hier kennen. Das ist eine gute Idee. Sonst mag mich hier keiner. Sonst, seitdem Ragnar weg ist, niemand mag mich mehr und alle schreien und auch der Kapitän schlägt und tritt mich wieder und ich habe keine Freunde hier, aber wenn du mit mir ein neues Spiel spielst, dann bist du auf alle Fälle auch Lubdiels neuer Freund. Gut, dann lass uns eine Runde heiß oder kalt spielen. Nimm dein Essen mit, ich mach mir auch ein Schildchen mit und guck so und Moment, wir gehen kurz darüber, ja und jetzt und dann schleicht über sich mit seinen Schleichskills mit Lubdiel zusammen davon. Lubdiel scheint ja sowieso ein bisschen missachtet zu werden von den anderen. Oder gemieden zu werden und okay. Über einfach erwischt werden, wie er gerade in der Kombüse fehlt. Okay. Dein Token ist an Ort und Stelle in der Klaubeschempe. Wo möchtest du hingehen? Immer hüft einfach mal. Kalt. Kälter auch noch. Noch kälter. Moment. Wärmer. Der muss aber so ein bisschen hin und her schleichen, dass er von der Kombüse nicht gesehen wird. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel richtig verstanden habe. Bisschen wärmer. Wärmer. Hallo, ihr beiden. Sprechet einmal kurz die Hunde. Ja, die sind auch ganz zufrieden. Die werden wohl von irgendwem gefüttert. Siehst du auch ein paar tote Ratten, die daneben liegen. Und sind ganz lieb. Oh, Rattenjägerhunde. Hab ich noch nie gesehen. Guck mal so die Treppe runter. Hm? Wärmer. Kälter. Ach, wieder Treppe hoch. Wärmer. Heiß. Mal hier, zu dieser Wand. Hier ja. Ist so eine Öffnung. Ist das irgendwie zu sehen? Ist das ein Durchgang oder so? Das ist so ein kleines Loch in der Wand, kannst du auf alle Fälle erkennen. Und es ist ziemlich dunkel. Normalerweise würdest du das nicht entdecken. Würfel mal sich verstecken. Nicht so sehr, um dich selber zu verstecken, aber eher, um deine Theoriekenntnisse abzufragen. 8 Punkte. Okay. Kannst du auf alle Fälle jemanden hören, die sich da leise unterhalten und flüstern? Und man zeigt mal so in das Loch hinein und zeigt dann wieder auf Lubdiel? Ja, schiebt sich gerade einen Löffel mit Brei oder was auch immer ihm gegeben hast, schiebt er sich in den Mund. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kommt man denn da rein überhaupt in diesen Raum? Ist das hier ein Raum dahinter? Lubdiel nicht genau wissen. Kapitän hat irgendwas gemacht mit Steuermann und seitdem nicht wissen, was Lubdiel dahinter ist. Und da war mal Safranfass hinter. Ein anderes Schiff mit böser Fee und seitdem ist wohl leer und nichts. Einfach nur schwarzer Raum. Und geht ein bisschen abseits beim Gespräch, dass das die anderen nicht hören. Und da drin sind die beiden, die sich verstecken? Ja, Lubdiel hat geguckt wegen Archenkäfer an neuer Straße, weil Raum bisher noch nicht genutzt und Und die sind auch seit Kunden dabei? Die sind zusammen mit dir an Bord gekommen vor einem Tag. Dankeschön, Lubdiel. Bitte noch einen schönen Tag, ich muss mal ein bisschen weiter. Gerne. Oh, dann spielen wir doch mal was anderes wieder. Ich denke mir was aus. Das war ein lustiges Spiel. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Du hast es super gemacht. Sollen die anderen das auch mit dir spielen? Oder? Was? Sollen die anderen das auch mit dir spielen? Soll ich denen das erzählen und soll ich die fragen, ob die mitspielen dürfen? Oder? Nein, das ist erstmal unser Spiel und ich denke mir ein neues Spiel aus, dann spielen wir wieder ein Spiel, was ich mir ausdenke. Okay. Das sind immer unsere Spiele, die nur wir beide spielen und wie Spaß haben. Lubdiel findet das gut. Super. Ömer sträuchelt mal rum, nachdem er sich verabschiedet hat. Und sucht mal jetzt hier. Wen sucht er denn? Er sucht Abelmir. Er fragt sich mal so ein bisschen bei den Leuten durch. Mal hat jemand hier Abelmir gesehen? Ich suche Abelmir. Und so streunert er gerade durchs Schiff und sucht Abelmir. Ich bin in meiner Kajüte. Zimmer. Ich meinte, Abelmir. Ich meinte. Ich habe mich versprochen. Ahmad. Beide fangen mit A an. Entschuldigung. Kein Problem. Hat jemand Ahmad gesehen? Ich suche Ahmad. Ja, würfel sondern aber mal Gassenwissen, dann findest du ihn ziemlich schnell. Ist zwar sehr ungewohnt, aber
gar nicht so sehr anders und ja, das findet du findest dich hier sehr schnell zurecht, auch mit den lebenden Wänden gar kein Problem und kannst dann Ahmad dort auffinden, wo er sich dann ja gerade aufhält. Ahmad würde sich gerade mitten auf dem Schiff befinden und gerade mal überlegen, warum er diese Äste, diese Bäume, die oft an denen sogar noch Blut klebt, noch nicht entfernen lassen hat. Ja, die sind abgebrochen. Ja. Die sind im Laufe des Seeschlangenkampfes abgebrochen, genauso wie der Steinaltar, der dann auch zerquetscht und zerbrochen ist. Also ich würde auf jeden Fall jetzt die Überreste dieser Bäume verschwinden lassen, damit das Oberdeck ein bisschen angenehmer aussieht. Und da kann Ömer ihn dann finden. Euer Gnaden? Ach, du bist. Ja, was gibt's? Könnte ich euch kurz in einer etwas persönlichen Sache kurz sprechen? Unter vier Augen, wenn das möglich wäre? Natürlich. Wir können in meine Kajüte gehen. Okay. Habe ich überhaupt eine Kajüte? Ja, Offiziere haben eine Kajüte. Schon gehe ich einfach mal hier rein. Sehr groß genug. Ja, euer Gnaden, entschuldigt. Es gibt da nur irgendwie anscheinend einen Geheimraum und da sind... Ein Geheimraum? Ja, und da habe ich jetzt rausbekommen, da verstecken sich zwei Leute, die auch nicht gefunden werden möchten und die in Kunchum an Bord gekommen sind. Zeig mir diesen Raum. Ja, da ist so ein Loch und da kann man sie durchhören, aber sie können es auch durchhören. Das heißt, wenn wir gleich davor sind, vielleicht nicht so viel Lärm machen. Es sieht aus wie eine ganz normale Wand. Komm mit. Und so führt Ömer den Geweihten erstmal eine Etage tiefer wieder hier raus und wusch, dann hier hin. Und zeigt dann auf das kleine Loch. Da ist das. Ja, Ahmad würde jetzt natürlich versuchen, so leise wie möglich zu sein. Seine Rüstung klappert wahrscheinlich trotzdem sehr auffällig. Könnt mal eine Sinnschärfeprobe auf Hören ablegen. Ich höre nichts. Bist du dir sicher? Immer nickt nur. Aber ganz eifrig dabei. Ganz eifrig am Nicken. Ich weiß aber, dass da die Safranfass drin war, ne? Ich glaube nicht, oder? Ich musste die herausholen. Richtig, er hat sie rausgeformt. Richtig, doch, du hast sie rausgeformt. Also du warst vielleicht selber nicht im Inneren, aber du hast sie auf alle Fälle rausgeschoben. Kommt man da so durch? Nee, oder? Ist eng. Also ohne Rüstung würdest du da reinkommen. Mitten auf keinen Fall. Und dein Schild oder sowas müsstest du auch zurücklassen. Also kannst dann mit dem Schwert abgezogen, könntest du da auch reinkrabbeln, aber es ist sehr eng, ja. Ach, dafür bin ich zu cool. Ich mache einfach mir meinen Aufgang frei, indem ich sage, Zyleste, mach mir hier einen Durchgang. Immer, du kannst sehen, wie vor dir sich die Wand verschiebt und nach innen bröckelt. Die Hölzer, die Wurzeln werden zur Seite geschoben und ein Durchgang entsteht. Oma mit großen Augen und offenem Mund schaut dem Ganzen entgegen, fängt dann an zu husten, als dieses Staub, ein klein bisschen Staub vielleicht von dem bröckelnden Holz in den Mund kommt. Das ja. Moment. Und immer sucht man, hier muss ja irgendwie Licht auch gemacht werden, unter Deck, und sucht eine dieser Lichtquellen, welche aber das ist, ob hier gewählt Trillsteine benutzt werden oder Fackeln oder Laternen. Ja, kommt immer drauf an, also einige Leuchtkrebse, die du dann hier findest, die an den Bassins rumschwimmen, an den Wänden, kannst du dir so einen Leuchtkrebs rausnehmen. Ja, immer packt so einen Leuchtkrebs hinten am Panzer an, recht Tierkunde hat er recht gut, mal schauen, ob er es richtig macht. Oder ob ihm das Ding erstmal im falschen Moment vielleicht zwickt. Wir schauen auf der, während ihr da unten im Unterdeck seid, schauen wir mal auf den Zufalls-W20, den ich jetzt von euch bekomme. Der Krebs zwickt dir in den Finger, du kriegst einen Schadenspunkt. Aber er leuchtet. Aua, aua. Aua, aua. Und kommt mit dem Leuchtkrebs wieder. Hier, ich habe Licht mitgebracht. Aua, aua, aua. Es soll loslassen. Und während du hältst dir dann dem Ahmad hältst du so einen leuchtenden Krebs entgegen als Licht. Ich leuchte damit so ein bisschen hier, damit ihr sehen könnt. Aua, aua, ist dann losgelassen. Ahmad schaut sich das Ganze kurz ein wenig perplex an. So ein Leuchtekrebs in der Hand und in der linken Hand hat er den Leuchtekrebs und in der rechten Hand hat der Leuchtekrebs seinen dicken Daumen.
Wir hätten auch einfach eine Fackel nehmen können, aber Achmar würde jetzt einfach mal den Krebs da die Schere von Ömers Hand entfernen. Ja, mal eine Tikunde. Das ist schlecht. Denn die habe ich nicht. Ja, dann kriegst du 2 Schadenspunkte. Hat er Kuss abmachen? Au, au, au. Ja, und schon okay, schon okay. Das war dummes Fleisch, das musste ab. Aua. Während die anderen beiden gerade im Unterdeck sind, können die anderen erkennen. Können die anderen erkennen, wie sich jetzt ein Schiff euch nähert. Hat wohl noch nicht den Kurs gewechselt und ist dann ganz unglücklich vor euch aufgetaucht in euren Kurs, den ihr aktuell habt. Und zwar ein uronisches Schiff zu eurem Glück. Ich brauche bitte nochmal 2W20. Kommt. 3. Und zwar Fischerboote oder kleine Talucken. Ich glaube, ein Fischerboot wird euch nicht so viel helfen. Nehmen wir einfach mal eine kleine Talucke. Haben gerade ihre Netze ausgeworfen und angeln und fischen hier gerade nach Sprotten und Zackenmakrelen. Die Fische, die es hier eben irgendwie so gibt im Maraskan sind. Und haben euch wohl gerade noch nicht bei der Arbeit bemerkt, sondern sich vielleicht gerade auch halten ihren verdienten Mittagsschlaf, als ihr dann vor der Talucke auftaucht. Einen riesigen Schatten über das Schiff werft. Wie wollt ihr handeln? Wollt ihr sie einfach zerfressen? Weil das ist kein Gegner. Das sind einfache Fischersleute, aber mit ironischem Segel. Alle Mann, auf die Beine, bereit machen. Ich will keine Schwierigkeiten. Zieht nebenan. Achmar, schau, ob du sie mit einem Bein festhalten kannst. Achmar ist gar nicht da. So, du guckst nach oben in den Steuerraum, da wo er vielleicht stehen könnte, sollte. Niemand da. Derweil, während ihr dann so ein bisschen untätig lauernd, das Schiff hält einfach mal an, vor der Taluke steht, die komplett in Panik verfallen, auch irgendwelche Netze noch durchschneiden, abschneiden und jetzt versuchen irgendwie noch Wind in die Segel zu bekommen, was allerdings aufgrund der Größe der Arche mit dem Windschatten gar nicht funktioniert und die nur im Schneckentempo sich dann von euch entfernen, im Unterdeck, wo der Steuermann gerade mit Ömer steht. Und ihm gerade fast den Daumen abgeschnitten hätte. Alles gut, das war dummes Fleisch vorher, das musste ab. Verzeihung. Ich denk mal. Ich leuchte euch, damit ihr kämpfen könnt, wenn es schlimm wird. Danke. Ja, kein Thema. Ja, dann nimmt Achmad jetzt seinen Rondra-Kampf vom Rücken. Ja. Und würde dann da mal als erstes reingehen. Immer direkt. Ist da. In Rondras Namen zeigt euch. Komplette Finsternis. Kannst du jetzt aber jetzt tatsächlich was hören? Wieder wohl Rascheln von Kleidung entsteht. Verzeiht mein Herr. Nichts tun. Wir wollen euch nichts Böses. Zeigt euch. Kannst weiteres Rascheln hören und Schritte auf der Archenplanke und dann treten in das Licht dieses Leuchtekrebs, den Ömer hinter dir in deinem Rücken hält, treten 2 sehr unauffällige Passagiere in einfache Ledergewandung gekleidet, Seemannssachen, treten dann auf dich zu. Ja, man würde sicherheitshalber mal den Rondra-Kram zwischen sich und die beiden Personen halten. Verzeiht mein Herr, wer seid ihr? Und was macht ihr auf diesem dämonischen Schiff? Wir wurden angeheuert. Von einem Lageristen von euch. Er sagte, wir sollen euch wohl begleiten. Ein Lagerist? Er sagte, das wäre abgesprochen mit euch. Wir sollen in Festum von Bord gehen. Mit mir ist nichts abgesprochen. Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht der Kapitän, der etwas davon weiß. Er sagte zumindest, wir sollen uns. Na gut, das, wenn wir das jetzt so sagen, klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber er sagte, wir sollen uns auf das Deck schleichen und dann uns hier verstecken. Er sagte ziemlich präzise wo. Ach, man runzelt die Stirn, als er das hört. Er wusste wohl ziemlich gut Bescheid. Wir haben mit seinen Wegpunkten konnten wir uns hier ziemlich gut. Also. Er kennt das Schiff wie seine eigene Westentasche. Sind die bewaffnet? Ja, du siehst so 2 Dolche, die an ihrer Seite sind. Gürtel.
Kann ich sonst irgendwie irgendwas an ihren Leder... Also sie haben ja eine Lederkleidung an, das nehme ich mal an, dass sie höchstens irgendeinen Stiefel oder so noch eine Waffe versteckt haben könnten. Das könnte sein, ja. Du kannst im Hintergrund, wenn Ömer so ein bisschen leuchtet, kannst du auch noch Seesäcke erkennen, zwei Stück, die da auf dem Boden stehen. Und da dann vielleicht auch sowas wie Streitkolben. Das ist jetzt nichts, was sie bei sich dann irgendwie tragen. Da könnten sie vielleicht nochmal hinsprinten oder so, aber der Dolch ist zumindest keine Gefahr. Wie heißen denn die Leute, die euch angeheuert haben, der Lagerist? Er sagte was von, was hat er gesagt? Drachentöter. Er stellte sich nur mit Drachentöter vor, das ist, glaube ich, ein Titel, aber er wollte keinen Namen nennen. Drachentöter? Das ist der größte Unfug, den ich je gehört habe. Ich glaube, das war ein Codename oder so. Er sah mir nicht aus wie ein Drachentöter. Ich überlege gerade, wir sind gerade ein bisschen in der Bredouille. Ich könnte jetzt immer hier lassen. Dann könnte ich den Kapitän holen. Könntest du vielleicht erst einmal die Krabbe loslassen? Soll ich die jetzt einfach hier auf den Boden setzen? Ja. Immer sitzt die Krabbe auf dem Boden. Ich hole den Kapitän. Ich trete auf die Krabbe drauf. Ja, mach das immer. Und immer joggt los, weg von den Leuten. In der Hoffnung, irgendwo Richtung Oberdeck hin, immer wieder sich durchfragend, den Kapitän. Fuchs teufelswild. Ja, dann steht auf dem Oberdeck, wo ist Ahmad? Ja, mittlerweile ist er zu übergegangen, einfach Bronn zu rufen. Bronn, geh in die Harpunade und halt sie fest. Aber bringen wir niemanden um, ja? Ei, ein guter Schuss. Was erfordert können. Ja, tritt er selber an den Harpunal heran, lädt dann die richtige Munition, damit dann, die Pfeile bzw. die Speere mit Ankerlanzen verschossen werden. Ömer, hast du Ahmad gesehen? Ja, der hat zwei blinde Passagiere gestellt, die sich in Kunzum wohl an Bord geschmuggelt haben oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er würde euch ganz gerne euren Rat haben. Er ist hier hinter der Kombüse, da ist so ein Zusatzraum. Den hat er aufgemacht und indem er gesagt hat, irgendwie öffentlich Tür oder so. Xü, irgendwas hat er gesagt. Und da sind zwei blinde Passagiere. Natürlich. Karinor. Ja, Kapitän. Du hast das Kommando. Sieh zu, dass du die Mannschaft in Gewahrsam nimmst und das Schiff gefressen wird. Ich werde mich um Ahmad kümmern. Hi. Und keine Toten. Unterwegs jetzt immer noch irgendwie von irgendeinem gewissen Codenamenmann, wie auch immer, aus Dings namens Drachentöter hätte man irgendwas mit zu tun, behaupten die beiden. Drachentöter, natürlich. Ich will mir das ansehen. Ja, natürlich. Wird dann mal runtergeklappert und dann nochmal etwas unglaublich vor dem Doch zum Safranfassraum gestanden. Hier durch? Genau, hier. Das wird unbequem. Nun, dann zwinge ich mich da durch. Ich habe den Weg breiter gemacht. Also du kommst halt nochmal durch. Ja, das hatte ich vergessen. Gut, dann schreite ich da durch. Guck mal nach links zu den beiden Passagieren und nach rechts zu Ahmad. Euer Gnade. Er wischt sich gerade ein wenig von diesem leuchtenden Käfer vom Fuß. Herr Kapitän, uns wurde hoch und heilig versichert. Bei Fex hat er gesagt, dass er euch davon erzählt hat. Und er nannte sich, wie sagt ihr, Drachentöter, ja? Ei, das war wohl sein Titel. Er wollte keinen Namen nennen, aber er war wohl, glaube ich, der Lagerist bei euch. Er war etwa so groß, ja, dann hält sich die Hand so ein bisschen über seine eigene Stirn. Ziemlich schlank, schwarze Haare. Ja, so ein Bohnenstange, würde ich sagen. Statur Bohnenstange. Ahmad, Sie reden von Ragnar, unserem Verwalter. Wir haben nichts Falsches getan. Aber warum schickt er sie dann hier aufs Schiff und warum schleichen sie sich hier rein und verstecken sich dort? Das weiß ich nicht. Wo wollt ihr hin? Schickt ihr euch oder wollt ihr denn nur Passage? Ja, nach Festum. Also, in Festum sollen wir von Bord gehen, sagt er. Da solltet ihr wohl irgendwie Reis abladen. Von dort aus sollen wir nach Valusa und dann vordringen nach Mendena. So sein Plan. Ich dachte, das wäre mit euch abgesprochen. Deswegen kann ich euch das jetzt offen erzählen. In der Tat war es das nicht. Und was sollt ihr in Mendena tun? Wir sind Agenten. Also, für ihn. Wir sollen ihm wohl stetig berichten. Er will ein eigenes Spionagenetzwerk aufbauen.